Der S-Verweis ist wahrscheinlich die Funktion in Excel, die am häufigsten für Probleme oder Verwirrung sorgt. Ein S-Verweis kann extrem nützlich sein und wird daher in vielen Fällen verwendet. Aber gerade wenn die Funktion schon in einem Arbeitsblatt existiert, das man selbst übernimmt, versteht man oft nicht ganz, was hier passiert. Oder man muss einen S-Verweis ganz neu implementieren und ist sich nicht ganz sicher, wie das eigentlich alles genau funktioniert. Wenn auch du Probleme damit hast oder einfach noch nicht ganz verstehst, was der S-Verweis in Excel genau macht, dann werde ich dir in diesem Video ganz einfach und von Grund auf erklären, wie man die Funktion richtig nutzt. Wir beginnen damit, uns den S-Verweis mit einer genauen Übereinstimmung anzusehen. Mit dieser genauen Übereinstimmung kann ich nach einem genauen Kriterium suchen und mir Informationen aus der entsprechenden Zeile ausgeben lassen. Ich habe hier eine einfache Liste mit Personalnummern. Und dann zur jeweiligen Person Nachnamen und Vornamen sowie die E-Mail, Abteilung und Anstellung. Ich kann jetzt hier in meinem Suchfeld auf der rechten Seite eine Personalnummer notieren und diese werden wir dann als Ausgang für unseren S-Verweis verwenden. Ich kann dabei zum Beispiel eine aus meinen existierenden Personalnummern hier rauspicken, vielleicht die 8540. Kann ich hier also einfach eingeben, 8540. Und damit haben wir unser Suchkriterium das wir jetzt im S-Verweis verwenden werden. Ich kann den S-Verweis verwenden, um zu dieser Personalnummer alles, was in den weiteren Spalten nach rechts steht, herauszufinden. Also zum Beispiel Nachnamen oder Vornamen, aber auch die E-Mail. Und das wollen wir hier an dieser Stelle tun. Dazu gebe ich zunächst ein Gleichzeichen ein, denn ich möchte hier eine Formel verwenden. Und dann kann ich beginnen, S-Verweis zu tippen. Das wird mir dann relativ schnell vorgeschlagen und mit einem Klick auf die Tab-Taste kann ich das vervollständigen. Als erstes muss ich jetzt mein Suchkriterium eingeben. Also wonach möchte ich in meinen Daten suchen? In unserem Fall ist das die Personalnummer, die wir hier oben schon notiert haben. Ich kann also einfach diese Zelle hier auswählen. Alternativ kann ich natürlich die Personalnummer auch einfach händisch hier eingeben. Danach schreibe ich ein Semikolon und jetzt sollen wir die Matrix festlegen. Als Matrix Wähle ich einfach meinen kompletten Datensatz hier auf der linken Seite aus. Die Überschriften brauchen wir nicht, denn die sind für uns nicht interessant. Wir wollen ja nur nach Personalnummern hier in der linken Spalte suchen. Wenn ich so etwas mache und diesen S-Verweis dann auch woanders noch hinkopieren möchte, in meinem Fall zur Abteilung und Anstellung, ist es immer sinnvoll, nach Auswählen der Matrix einmal kurz die F4-Taste zu drücken, denn dann wird diese Referenz oder dieser Zellbezug absolut sodass sich das also nicht verändert. Wir wollen immer auf genau diese Matrix zugreifen. Danach schreibe ich nach einem Semikolon den Spaltenindex. Und hier müssen wir jetzt schauen: der S-Verweis funktioniert so: Wir schauen in der ganz linken Spalte in unserer Matrix, ob wir das Suchkriterium finden. Das bedeutet, in dieser Spalte für Personalnummer wird jetzt gesucht, ist diese Personalnummer, dieses Suchkriterium vorhanden. Wenn das Suchkriterium gefunden wird, in unserem Fall wird das passieren, nämlich hier. Dann müssen wir jetzt eine Zahl angeben in der wievielten Spalte, das von uns gewünschte Ergebnis steht. Wir suchen die E-Mail. Die erste Spalte wird dabei mitgezählt. Ich zähle also 1, 2 wäre Nachname, 3 Vorname und 4 ist die E-Mail. Ich kann hier also einfach 4 schreiben. Und als letztes Argument für den S-Verweis nach einem weiteren Semikolon kann ich dann eingeben, ob ich eine ungefähre Übereinstimmung oder eine genaue Übereinstimmung haben möchte. Für diesen Fall, wo ich nach einer genauen Personalnummer suche, würde ich hier falsch angeben, also ich möchte eine genaue Übereinstimmung haben. Das kann ich also einfach hier so eingeben und meine Funktion dann beenden. Wenn ich nur eine ungefähre Übereinstimmung brauche, kann ich das Argument auch weglassen, denn es ist optional und als Standardwert würde dann hier immer wahr angenommen, also die ungefähre Übereinstimmung. Und das ist schon alles, was ich für den einfachen S-Verweis machen muss. Wir wiederholen noch einmal ganz kurz. Nach der Formel S-Verweis geben wir als erstes Argument an, wonach wir suchen wollen. Das ist in meinem Fall diese Personalnummer hier. Dann definieren wir die Matrix, also den Bereich, in dem wir suchen wollen. Das ist dieser Bereich hier. Wichtig ist an dieser Stelle, dass das Argument, also das Suchkriterium, in der linken Spalte in diesem Bereich stehen muss. Anders funktioniert der S-Verweis nicht. Wir können diese Matrix dann auch immer als absoluten Zellbezug angeben oder als absolute Referenz, indem wir einmal kurz die F4 Taste drücken, denn dann können wir diese Funktion auch beliebig weiter kopieren. Als nächstes geben wir die Spaltennummer an, wo das Ergebnis steht oder die Information, die wir wollen. Wir zählen die linke Spalte dabei mit. In unserem Fall wollen wir also die vierte Spalte, nämlich E-Mail haben. Und können ganz zuletzt noch angeben, ob wir eine ungefähre oder eine genaue Übereinstimmung haben wollen in unserem fall die genaue Übereinstimmung mit falsch. Damit wir das hier für unsere Personalnummer die wir oben angegeben haben auch für Abteilung und Anstellung gleich nutzen können sollten wir auch dieses erste Argument das suchkriterium zu einer absoluten Referenz machen indem ich auch hier einmal die Taste F4 drücke und dann das ganze mit Enter bestätige und wir sehen wir bekommen die korrekte E-Mail-Adresse finlay.ray@ genau die, die bei der entsprechenden personalnummer angegeben ist abteilung und anstellung können wir genauso für diese personalnummer mit der s-verweisfunktion herausfinden alles was wir ändern müssen ist im prinzip die spaltennummer also dieses argument unserer formel du kannst das video an dieser stelle kurz pausieren und versuchen ob du es selbst herausfindest ich kann damit beginnen dadurch dass wir unsere referenzen absolut angegeben haben also die personalnummer und unsere matrix dass ich einfach diese Formel oder Funktion in die beiden anderen Felder kopiere oder einfach mit dem Handle hier rechts unten an der Zelle das nach unten ziehe und dann meine Formel jeweils in der entsprechenden Zelle auch habe. Wir wollen hier allerdings natürlich nicht die E-Mail haben, sondern entsprechend Abteilung und Anstellung. Dazu kann ich einen Doppelklick machen und wir müssen jetzt nur den Spaltenindex ändern. Wir beginnen dabei hier eine 5 einzutragen für unsere Abteilung und sehen, wir bekommen Marketing. Und wenn ich hier noch einen Doppelklick mache auf der letzten Formel, können wir das Ganze zur Spalte 6 ändern, mit Enter bestätigen und dann bekomme ich hier Teilzeit für die Anstellung. Und das sind genau die Daten, die wir hier für die Personalnummer 8540 in unserer Tabelle haben. Für den S-Verweis mit genauer Übereinstimmung finden sich viele Beispiele. Aber wann können wir einen S-Verweis mit der ungefähren Übereinstimmung, die ja sogar die Standardeinstellung ist, verwenden? Dazu haben wir hier nochmal mal ein einfaches Beispiel. Wir haben hier auf der linken Seite eine einfache Bonustabelle. In der linken Spalte sind Umsätze pro Jahr aufgelistet und in der rechten Spalte ein Bonus, den entsprechende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei einem solchen Umsatz oder ab einem solchen Umsatz besser gesagt bekommen. Auf der rechten Seite möchte ich hier in dieser Umsatzzelle, einen beliebigen Umsatz eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin eintragen können und dann darunter direkt den Bonus bekommen, der dementsprechend ausgezahlt werden soll. Der Trick ist, dass der Bonus hier in der Tabelle natürlich in Abstufungen dargestellt wird. Und dass jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin genau 100.000 Euro umgesetzt hat, ist doch eher unwahrscheinlich. Vielleicht wurden ja zum Beispiel 125.000 Euro umgesetzt. Und dann möchte ich trotzdem hier diesen Bonus von 5% haben. Das ist, wo die ungefähre Übereinstimmung beim S-Verweis ins Spiel kommt. Dabei ist eine Sache wichtig zu beachten: Unser Suchkriterium, also in der linken Spalte unserer Matrix, muss aufsteigend sortiert sein. Das bedeutet, wir müssen vom kleinsten Wert zum größten Wert gehen. Die Zahlen dürfen hier nicht zufällig durcheinander stehen. Sofern das gegeben ist, können wir den S-Verweis allerdings verwenden, um hier den richtigen Wert zu bekommen. Ich beginne damit, dass ich hier zunächst einmal irgendeinen Umsatz eintrage, zum Beispiel 80.000 Euro. Und für diesen Umsatz möchte ich jetzt meinen Bonus errechnen. Wenn alles klappt, sollten wir bei 2,5% herauskommen. Denn das ist der Bonus, der ausgezahlt wird, da 100.000 Euro Umsatz noch nicht erreicht worden sind. Für den Bonus wollen wir jetzt hier in dieser Zelle also einen S-Verweis verwenden, indem ich wieder schreibe ist gleich S-Verweis und dann mit der Tab-Taste das Ganze vervollständige. Auch hier muss ich zunächst mein Suchkriterium auswählen und das ist unsere 80.000 Euro oder ich wähle einfach die entsprechende Zelle aus. Da wir hier nur ein Feld haben, muss ich diesen Zellbezug auch nicht absolut machen, sondern wir können das einfach so lassen. Dann sieht es auch ein bisschen einfacher aus. Nach dem Semikolon definiere ich meine Matrix und hier nehmen wir einfach nur unsere kleine zweispaltige Tabelle auf der linken Seite. Nachdem ich das gemacht habe, kann ich nach einem Semikolon noch den Spaltenindex angeben. Wir wissen, dass wir die linke Spalte, die ja das Kriterium enthält, trotzdem mitzählen. Das bedeutet 1, 2 ist der Spaltenindex, in dem das gewünschte Ergebnis, nämlich der Bonus in Prozent, steht. Jetzt kann ich meine Formel eigentlich beenden, denn wir haben ja schon gehört, dass der Standardwert hier ungefähre Übereinstimmung ist. Um das Ganze ganz deutlich zu machen, möchte ich hier allerdings das noch angeben, indem ich war als Argument für die Übereinstimmung hier reinschreibe. Und wenn ich das Ganze jetzt mit Enter bestätige, dann sehe ich, dass wir korrekterweise 2,5% bekommen. Die ungefähre Übereinstimmung funktioniert nämlich so, dass der S-Verweis hier durch diese Spalte schaut, die Zahlen steigen ja auf und sobald eine Zahl kommt, die höher ist als unser Kriterium, in diesem Fall 100.000, springt der S-Verweis einfach in die vorherige Zeile zurück und nimmt dann aus der entsprechenden angegebenen Spalte den Wert und gibt uns das zurück. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich könnte hier auch 99.999 reinschreiben. Auch wenn das sehr viel näher bei 100.000 ist als bei 50.000, bekommen wir weiterhin unsere 2,5%, da eben dieser Schwellenwert nicht überschritten ist. Und das ist ein Beispiel, wo die ungefähre Übereinstimmung Sinn macht. Das würde mit einer genauen Übereinstimmung auch gar nicht funktionieren. Ich gebe hier einfach einmal falsch für die Übereinstimmung ein. Wir wollen also eine genaue Übereinstimmung. Und wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann sehe ich, dieser Wert ist nicht vorhanden. Denn in unserer Abstufung hier kommt die 99.999 natürlich nicht vor. Wenn hier jetzt zufällig ein passender Wert stehen würde, zum Beispiel 100.000, dann funktioniert das natürlich wieder, allerdings nur, wenn der Wert genau getroffen ist. Und das ist genau das Schöne an dieser ungefähren Übereinstimmung. Ich ändere das nochmal, indem ich das Argument komplett lösche. Wir brauchen es ja nicht, wie gesagt. Jetzt kann ich zum Beispiel auch wieder. 150.000 Euro eingeben und das funktioniert trotzdem und ich bekomme das richtige Ergebnis aus meiner Tabelle zugeordnet. Der S-Verweis kann natürlich noch viel mehr als das, was wir in diesem kurzen Video gelernt haben. Oft ist es gerade im Unternehmensumfeld so, dass wir mit dem S-Verweis Daten aus einer ganz anderen Datei suchen. Auch das ist einfach möglich, selbst dann, wenn die andere Datei gar nicht geöffnet ist oder auf einem ganz anderen Server liegt. Wenn du selbst vor einer solchen Situation stehst. Oder einfach noch mehr über den S-Verweis lernen möchtest, dann findest du im hier verlinkten Video mehr dazu. Der Link ist auch in der Beschreibung dieses Videos. Wenn dir das Video gefallen hat oder weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Und für den Fall, dass du mehr über Office 365 oder im speziellen Excel lernen willst, solltest du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken. Dort findest du unseren Online-Kurs, mit dem wir schon Tausenden dabei helfen konnten, zum Microsoft-Profi zu werden. Und wir würden uns natürlich freuen, dich dort wiederzusehen.